Hallo und herzlich willkommen zurück bei Minecraft Infinite World. Ich bin's, der Black. Ja, in der letzten Folge haben wir ja hier hinten, den Cyanid-Wiederaufbereiter hingestellt und gesagt, ja, hier, wir bräuchten noch eine Beschleunigungskutter, weil es nicht richtig rauszieht. Mag vielleicht auch daran gelegen haben, dass wir es nicht richtig eingestellt haben. Ja, jetzt sieht die Sache schon viel anders aus. Und, jetzt kann er auch in Ordnung und Ruhe arbeiten. Ja, Cyanid-Wiederaufbereiter, deine Aufgabe ist geschehen. Wir brauchen jetzt aber allerdings noch mal was anderes, nämlich ein... wie heißt denn das Ding? Ich hab's keine Ahnung mehr. Dann gucken wir mal kurz, ME auf jeden Fall. ME... Nee, Quatsch. Eine Endertruhe, genau, Endertruhe. Ich wollte nämlich noch eine Endertruhe machen. Nicht eine Endertruhe, sondern eine Truhe. Dankeschön. Einmal so eine hier bitte. Dazu fehlt mir die Kiste. Das kriegen wir aber hin, denke ich. Dann eben dieses Rezept. Dann werden wir ja jetzt mal genug haben. Okay. Endertruhe haben wir. Wir benötigen Kohle. Kohle. Staub. 1, 2, 3. Und wir benötigen Diamanten. Genau. Diamanto. Okay. Damit wir die Endertruhe direkt mal richtig ausrichten, mache ich das gleich mal hier. Dann brauche ich nicht erst runterrennen. 1, 2 und 3. Und dann noch privatisieren mit einem Diamanten. So. Okay, abbaubar von mir. Bam. Sehr schön. Die nehmen wir mit. Ein verdecktes Ebelkabel haben wir auch. Wir brauchen noch ein paar Exportbuses. Exportbuses. Da haben wir genau einen. Der wird mir, glaube ich, nicht reichen. Export. Exportbus, okay. Aha. Sind die wieder alle? Und da fehlt natürlich genau der Staub. Fluix-Staub. Müssen wir ein bisschen was machen. Wir nehmen gleich mal alle hier, komm. Oder haben wir hier drin noch welchen drin? Nein, haben wir nicht. Dafür haben wir hier oben ein blödes Kabel gesetzt, was da nicht hingehört. Dankeschön. So, als nächstes. Staub halt hier rein. Bäm. Dann machen wir uns halt Staub. Vollkommen aus dem Staub gestaubt. 12 Stück, 14 Stück. Ist okay soweit. Das da rein, das da rein, das da rein. 22. Exportbasis. Blablabla. Da ist es. So. 1, 2, 3, 4. Muss erstmal reichen. 5. Ja, ist okay. Als nächstes benötige ich unten ein bisschen Platz, deswegen gehen wir mal ganz kurz runter. Da unten hin. Und wir benötigen hier unten ein kleines Räumchen, was ich mir mal ganz schnell ausheben werde. So. Gehen wir noch eins tiefer. Warum? Sollte klar sein, damit ich hier nämlich mit und hier die Größe ein bisschen ändern können. Und dann hier viel besser ausheben kann, was auszuheben ist. So. Ich brauche nicht viel Raum, nur ein bisschen was, damit ich hier in aller Ruhe aufstellen kann. Mit ein bisschen Glück werden wir von oben relativ gut mitbeleuchtet. Wenn nicht, dann nicht. Dann ist es halt so. So. Hier noch. Da noch. Okay. Soweit, so gut. Als nächstes benötige ich hier. Hier haben wir ein 32er Kabel. Dann werden wir da noch eins legen. So, hier mal den Anschluss nach unten. Was haben wir denn hier? Achso, okay. So, der Anschluss steht. Den legen wir jetzt mal mit den normalen dichten, normalen Leitungen. Habe ich nicht einstecken. Ach Quatsch. Hier. Conduit. Da haben wir sie. ME Conduits. Das legen wir mal hier in die hintere Richtung. Eins. Nicht so. Danke. So, also 1. Jetzt hat er das umgetauscht, der Doofkopf. Das sollst du auch nicht machen. So. Dichte ME-Leitung. So. Hopp. So. Und das hier sollst du umtauschen. So, okay. Okay, das legen wir mal hier hinter. Das Teil kann wieder weg, wie immer. Das könnte sogar hinhauen. Noch eins vielleicht. Ja, ist okay. Dann unten drunter, nicht noch eins, das bleibt schon so. Okay,
Dann könnten wir hier die ME-Kabel nehmen. Da brauche ich mal aber erstmal ME-Kabel. Haben wir denn da noch was? Wir haben die Glaskabel Fluix. Wir werden uns mal schnell ein paar neue Fluix-Kabel machen. Nehmen wir das Teil hier noch mit weg. Nein! Jetzt hat das natürlich übertrieben, der Drecksack. Okay. ME-Controller, der kommt hier ran. Glücklicherweise das ist nicht so schlimm. Alles andere hat er ja da gelassen. Muss die dringend wieder umstellen, damit sowas nicht nochmal passiert. Das ist nicht Okay. So, hier dürfte wieder alles funktionieren, dürfte alles angeschlossen sein, dürfte alles laufen, okay. Dass das nicht nochmal passiert, ja. Der Reaktor ist auch noch an, okay. Ich lasse das mal jetzt so offen kurz. Ich wollte neue ME-Kabel machen. So, also. ME-Strich. Wo sind sie? Da. Schluck auf. Jetzt habe ich Schluck auf. Ja, ganz toll. Rainer nicht. Den anderen haben wir aber alle gemacht, ne? Ja, ich glaube schon. Na, dann müssen wir das wohl da nochmal ansetzen. Und zwar, indem ich hier, ich brauche, nee, nicht das. Ich brauche Fluxkristall, den ich bekomme aus geladenem Certusquarz, Netherquarz und Redstone-Staub. Okay, dann Certusquarz haben wir hier keinen geladenen. Netherquarz haben wir aber hier. Und Redstone. Und ein geladenes Netherquarz, das kriegen wir auch noch hin. Das hier kann erstmal raus, das kann erstmal raus. Die Dinger denke ich auch. Ja, die jetzt glaube ich nicht. Naja, ist egal. So. Also, Redstone haben wir. Netherquarz haben wir. Certusquarz haben wir nicht. Da müssen wir runtergehen. Abwärts. Certusquarz einmal geladen. So. Und dann alles hier rein. Na komm. Put. Sehr schön. Okay, Rest nehme ich gerne auch mit. Soweit, so gut. Dann gehen wir wieder hoch und craften, was zu craften ist. Okay. So und so. Die können schon mal rein. Einmal so, 32. Ja, ist okay hier erstmal. 32, dann ME-Strich. Dann machen wir auch die richtigen draus. Diesmal waren es dunkelblauer. So. 8. 32, kann man ja im Notfall nochmal umfärben oder entfärben. Aber erstmal mit denen kommen wir klar. Und da ich hier unten eh niemals sein werde, außer halt zu Wartungszwecken, sollte das kein Problem sein, wenn ich die Kabel einfach so dran pappe. So. Exportwasser haben wir ein paar. Okay, dann kommt das dahin. Hier kommt ein Exportbus ran. Oben kommt ein Exportbus ran. Ne, ich brauche Importbus, ist ich Doofkopf. Verwechsel das immer wieder. Heißt, nochmal. Alles einsammeln und Importbusses holen. Beziehungsweise die brauche ich nicht holen. Die haben wir, glaube ich, noch ein paar da. Das heißt, die brauche ich nur rausnehmen. Ja, 27 Stück. Komme ich erstmal eine Weile mit hin. Aha. Also, Importbus ran. Importbus ran. Importbus ran. Und wer hätte es gedacht? Und machen wir auch noch einen ran, weil wir es können. So. Bettchen. Okay. Jetzt muss ich nur noch die Kabel ordentlich verlegen, dass das halt so halbwegs funktioniert. 1, 2. 2. Okay. Hierhin. Dahin. Dorthin. Dorthin. Dahin. Und dann oben ran, gehen wir von oben. So. Und so. Ich denke mal, das sollte hinhauen. Hier geht's nicht so gut. Da brauchen wir mal ein Cover. Ich meine, ist am selben System, aber das muss ja nicht sein. Cover. Aha. So. Nehmen wir das hier. Und machen hier oben mal zu. So. Bitte. So, jetzt ist richtig. Nee, doch. Nee, du sollst dich reinsetzen. Hier reinsetzen, genau. Jetzt klappt's. Jetzt sieht's auch halbwegs vernünftig aus.
Wobei mir das eigentlich relativ Wurst ist. So, okay, und wir brauchen Kapazitätskarten. Je 2 Stück, das heißt, wer ist da? Black ist da. Huhu, also der andere Black, der Master Black. Ich bin nur der Black Mask. Jo. Okay. Kappa-Karten. 1, 2, 3, 8 Anschlüsse haben. Ne, 6 Anschlüsse haben wir. Das heißt 12 Kappa-Karten. Kappa-Karten. Wir machen nur Karte. Karte. So. Wir brauchen Kapazitätskarte. Dafür erst einmal eine Basiskarte. Aha. Was fehlt wieder? Kalku-Prozessoren. Na gut. Logik, Konstrukt, Kalku. Einmal hergeben. So. Kalku-Prozessoren. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 12 Stück. So. Dann Kapazitätskarte. Karte. Okay. Kapazitätskarte. Zip. Da brauchen wir 12. Sehr schön. Dann können wir nämlich unten alles erstmal vollhauen und im Prinzip jeden Scheiß, der unten im unteren MW-System ist, hoch transportieren lassen. Wir werden dann zusätzlich noch ein anderes machen mit einem Mülleimer, oder mehrere vielleicht sogar mit Mülleimern, dann die Mülleimer das Zeugs raustransportieren können, was wir einfach nicht brauchen. Überhaupt nicht. Aber erst einmal hier Kappa-Karten. Wo sind sie denn? 2 rein. 2 rein. 2 rein. 2 rein. Auch 2 rein. Und nochmal 2 rein. Damit hätten wir hier alles sozusagen schon fertig. Coole Sache. Das funktioniert soweit. Wir gehen mal hoch ins System und gucken mal, was wir denn gerne nach oben transportiert haben wollen. Zum einen den geladenen Zertus-Quarz natürlich. Ich hau mal hier luftdurchzogener Stein. Naja. So. Alles, was wir nicht brauchen, raus. Andesit, Stein, okay. Die Leitungen, okay, die sind jetzt hier drin nicht ganz so gut aufgehoben. Aber ist erstmal. Ja, ich sollte aufhören mit dem Scheiß. So, also, erst einmal geladenes Zertus-Quarz wird natürlich nach oben transportiert. Veredelte Eisenbahnen werden nach oben transportiert. Diamanten werden nach oben transportiert. Kohlestaub wird nach oben transportiert. Das lassen wir mal. Silizium, was ich hier offensichtlich irgendwie rausbekomme, wird nach oben transportiert. Obsidian wird nach. Jetzt will es nicht mehr. Warte mal, ich mache erstmal hier. Ich entlade erstmal hier mein Zeugs. Also, jetzt haben wir doch noch Obsidian. So, jetzt kann ich also erstmal das hier alles rausschmeißen. So, so, so. So, hole ich mir dann später wieder. Dies kann er raus. Das raus. Dann gucken wir weiter. Was hat's? Oh, das Obsidian hat's rausgeschmissen. Na, sowas. Das darf aber nicht passieren. Nimm. So, Obsidian. Da waren wir. Dann hier dieses Mana-infodierte Zeugs. Das kann auch hoch. Iridium, das. Der kann gerne noch geschmolzen werden. Ardeitbachen kann aber hoch. Das kann hoch. Musterbruchstein muss hier unten auch nicht rumgucken. Hallo? Kommt gerade zu Lex. Was macht Master? Master macht bestimmt Mist. Dann kannst. Ja. Weiß auch nicht, was das sonst sein soll. Hat die ganze Zeit funktioniert. Was macht er jetzt hier? Kobalt, okay. Müssen wir mal gucken. Bis jetzt hat es ja funktioniert. Ich hoffe mal, das geht jetzt auch weiter. Ich will ja eh nicht mehr als diese eine Folge hier noch machen. Das heißt, wir werden damit schon klarkommen. So, Kobalt haben wir. Das ist beides Kobalt. Okay, dann kann das alles beides hier rein. So. Hier müssten wir alles drin haben, ne? Holen wir uns dann die nächsten 9. So. Also, gucken wir mal. Glowstone müsste nach oben. Genau wie Glowstone-Blöcke. Beziehungsweise Glowstone selbst. Haben wir da nicht ein Feld gehabt? Kann sein, weiß ich jetzt gerade nicht. Ist egal. Okay, Holz. Da hätten wir Holzgalyptus Holz. Das kann ja oben reingehauen werden. Genau wie das Gummibaumholz. Genau wie der Großholz. Na gut, der kann nicht oben reingehauen werden. Aber ihr wisst schon, was ich meine. So. Smaragde können natürlich rauf. Dann, ja, noch jede Menge anderes Gemüse, was hier unten drumherum liegt. Lalalala. Aber nicht jedes andere Gemüse. So, Netherwarzen können gerne hoch.
Die ME-Conduits auch, aber die kommen halt auf den normalen Weg hoch. Would you come over here? Im Prinzip war es das schon fast, was ich aussortieren wollte. Zumindest fürs Erste. Die Bücher können wir noch mitnehmen. Das geht. Hallo, ME-System. Dankeschön. So, Bücher haben wir. Pflänzchen, ja, auch Pflänzchen sind immer gern gesehen. Deswegen Rosen, Tulpen, Löwenzahn. Den Eukalyptus, naja, was soll es denn? So, Mohn, ja. Pfeilchen, ja. Porzellansternchen, Belladonna-Sams, Markt haben wir schon. Weizen, Weizen wäre auch eine Option, können wir hochtransportieren. Apple, ja. Silikon hatte ich ja, glaube ich, schon gemacht. Eichenholz hatte ich schon gemacht. Wir werden es erstmal so lassen. Karotten können wir noch mitnehmen. Und dann, ja, den Rest eventuell einfach aussortieren lassen in den Mülleimer oder sowas. Wäre eine Option. Das heißt, erstmal das hier rein, das hier rein, das hier rein, das hier rein. Das. Und die Mühe noch. Und mal gucken, kriegen wir hier dann im hinteren vielleicht oder im unteren? Ich mache mal das untere. Das. Und das rein. Sehr schön. Dann hätten wir hier schon wieder ein bisschen was mehr verarbeitet. Das kann alles weg hier. Glowstone habe ich gerade. Glowstone schon eigentlich schon. Bin mir jetzt gerade gar nicht sicher. Gucken wir mal hier. Glowstone ist auch mit drin. Passt das. So. Jopp. Und was machst du gerade so? So. Lila Lule Launebär. Laune haben ist nicht schwer. Oh, guck mal an. Er hat sich auch schon mittlerweile ein bisschen Draconium, sogar eine Enderium-Rüstung. Da ist ein bisschen, besser. Besser dran. Aber das macht ja nichts. So, wir gucken mal, wie es hier aussieht. Ist okay. Die Mana-Info, die in Barren hatte ich die schon. Bin mir jetzt gar nicht sicher. Muss noch mal kurz gucken. Ja, hatte ich auch schon. Okay, dann kann der auch mit rein. So. Was hat er geschreibselt? Nichts. Nichts hat er geschreibselt. Macht nichts. Ist ja auch nicht so wild. So, wir können eigentlich die ganze Geschichte hier wieder zumachen. Das heißt, wir gehen mal auf Glowstone, war das, glaube ich, alles. Bemalten Glowstone. Und machen erstmal hier sozusagen zip, zip. Zip, 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 zip. Zip, zip. Soweit zu. Was? Ist das ein Akt? Nein. Nur die Verarbeitungsanlage für die Erze. Guck mal. Aus der Quarry und dem Laser Drill. So. Sonst großartig nichts. Lalalala. Gehen wir mal hoch. Flupp. So. Das in Angst, ja, richtige ist im, meine ich, oberen Keller. So. Okay, das muss reichen. Mehr quasseln muss ja auch nicht sein. Ah, guck, da ist er wieder. Uhu. Hier hinten. Ist ein bisschen mehr drin. Klein wenig mehr. Jo. Naja, mal gucken. Ich lasse ihn mal kurz machen. Kann er ja mal gucken. Kann er mal spitzeln sozusagen. Diese Kisten hier. Werden wir direkt mal abbauen. Die brauche ich jetzt gar nicht mehr hier. Dimlet, hier auch Marmor und so weiter und so fort. Was? Warte. Aha. Okay, guck mal, was denn? Blub, blub. Bin da neugierig. Wie immer.
Dumm. So, er ist erstmal. Nee, er ist noch da. So. Ich muss erstmal einlagern hier in jede Menge Zeugs hier. Okay, das Zeug raus. Das raus, was raus, das raus. Dann können wir erstmal hier weitermachen. Damit immer die Kisten hier wegkommen. Unnötig Arbeit hier. So. Und so. Steine und Marmor und sowas wird ja eh unten rein transportiert, dann passt das. Beziehungsweise hat ja Tiefenspeicher, das heißt, das müllt uns nirgendwo was zu. Wenn wir es draußen lassen würden, nimmt es mir ja Platz weg. Achso, das war Quatsch. Hier rein. So ist besser. So, okay, dich noch. Okay, soweit, so gut. Ich würde mal sagen, das muss dann aber auch reichen für diese Folge. Und warte mal, muss ich mal gucken. 1.7. Es muss eventuell auch reichen für die Vorproduktion und die Aufnahme. Ich bin zwar noch gespannt, was Master mir noch bringt, aber das kann ich euch im Notfall nach dem Urlaub sagen. Energiebuffer, okay, ist noch ein bisschen. Ja, 15,1% voll. Also das Teil braucht schon ein bisschen Energie, wie es aussieht. Ist aber okay. Aha. Lululululul. Möglicherweise bringt er eine fette Festplatte. Das kann natürlich sein. Aber das zeige ich euch beim nächsten Mal. Leute, danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Bis denn. Tschüss.